Willkommen zurück in der Galaxis. Willkommen zurück bei Let's Play Star Wars The Old Republic mit unserem Sith-Krieger Sarazar. Wir wollen uns in dieser Folge dem Kult widmen und müssen dazu mit Zoom sprechen. Ich gehe mal kurz auf unsere Karte, damit wir uns hier auch nicht verlaufen. Obwohl, vielleicht machen wir gerade mal einen Abstecher, einen kleinen hier in die Wildnis. Zoom befindet sich hier. Und da geht es um das Quest. Ich öffne es nochmal hier mit Sandor. Der hat uns das aufgetragen, ein Sith-Schüler. Und der hat uns auch ein Revanita-Zeichen gegeben und dich gebeten, es einzusetzen, um den Kult zu infiltrieren und herauszufinden, wer ihn anführt, damit er die Anführer töten kann. Ja, und wir sollen uns jetzt in das Lager begeben natürlich und zuvor aber mit Zoon reden. Was haben wir denn hier für Kreaturen? Ein Gundark-Felsenwerfer. Die sind nicht mehr so stark, nur noch Level 10. Ich glaube, wir biegen doch mal wieder auf die richtige Straße ab. Oh, da werden wir doch tatsächlich attackiert von einer Dschungelkatze. Boom! Die nicht mehr viel zu lachen hat. Hier noch ein Blick auf unsere Ausrüstung geworfen, die ja eigentlich recht ansehnlich ist. Ich glaube, da müssen wir nicht viel ändern. Zumindest im Moment nicht, aber da kriegen wir mit Sicherheit ja auch noch viel, viel tollere Sachen. Bin ich mal gespannt. Wir wandern weiter durch die Wildnis. Bisher keine weiteren Kreaturen in Sicht. Aber es ist wahrscheinlich nur noch eine Frage der Zeit, bis die Bestien auftauchen. Und da unten müsste Zoom warten. Nicht mehr fern. Und hier sind auch weitere Kreaturen des Dschungels. Eine grausame Dschungelkatze. Ich mag grausam. Die nehmen wir auch noch mit, komm. Wo wir gerade schon hier sind. Das war harte Arbeit. Eine Ausweideklaue hatte diese Dschungelkatze dabei. Oh, hier haben wir noch amorphe rote Kristallformationen. Als wären die Kreaturen doch schon ein bisschen stärker. Ich mache zur Sicherheit mal Hass kanalisieren, weil ich nicht weiß, ob der andere Baumspalter uns dann auch noch angreift. Das wäre sicherlich nicht so spaßig. Nee, der wartet, feinsäuberlich. Ups, jetzt habe ich aus Versehen Verwüsten abgebrochen. Lass doch die Wette in Ruhe. Die gute alte Wette. Komm, den nehmen wir auch noch mit. Ja, natürlich habe ich hier noch was. Und dem Machtschrei inklusive. Hier gibt es noch einen wilden Ansturm. Und da ist er auch schon platt. Oh, was haben wir denn hier für einen schönen Handschutz? Bringt uns leider nichts, aber wir können es ja verkaufen. Bringt Kohle. Und hier nochmal schön hier ein bisschen Archäologie anwenden. Na, das funktioniert doch wunderbar. Den anderen Baumspalter schnappen wir uns jetzt auch noch. Oder? Hm. Komm, den nehmen wir auch noch mit. Wir müssen uns, glaube ich, hier den Weg freibahnen. Ja, und weil wir wieder dieses lustige Star Wars Quiz am Laufen haben im Moment, will ich doch auch mal die Quizfrage des heutigen Tages stellen. Und diese lautet: Wie heißt die Schauspielerin der echten Prinzessin Amidala? Oh, sehr schwere Frage. Ich denke, die können die meisten von euch beantworten. Aber man muss ja zwischendurch auch mal ein paar leichte Fragen stellen. Schon wieder habe ich Verwüsten abgebrochen, ich alter Hammel. Ist doch nicht schlimm. Denn der bösartige Lied, der tut auch weh. Und das finden hier diese komischen Kreaturen auch nicht gerade prächtig. So, wir biegen wieder falsch ab natürlich. Ich muss ja gar nicht die Straße hier lang. Sondern ich muss da vorne einer Abzweigung folgen und dann durch diesen U-Turn da rennen. Da bin ich ganz falsch gegangen, als ich hier runtergegangen bin. Aber egal, wir haben dafür ein paar Kreaturen geschnetzelt, ein bisschen Erfahrung abgeräumt. Ist ja auch nicht so verkehrt.
Oh, hier haben wir noch was Leckeres. Kriegen wir ja auch angezeigt. Die Ressourcen. So, und die Archäologiefähigkeit hat sich auch erhöht. Liegt jetzt bei 13. Ist natürlich eher noch mau, sag ich mal. So, wir schlendern mal weiter hier runter. Die Karte updatet sich manchmal erst recht spät. Da verläuft man sich dann recht fix auch. Schon wieder Verwüstung abgebrochen. Ich muss mir das echt mal angewöhnen, bei Verwüstungen den Skill durchlaufen zu lassen. Aber die sind halt auch so schnell platt immer, wenn Vett dann auch noch von hinten drauf klatscht mit ihrem schönen Laserwaffen. So, und das Steinhorn hier nehmen wir auch noch hoch. Kampf! Angriff! Und jetzt Verwüstung hier. Na super, jetzt rennt er auch noch weg. Ja, und wo wir gerade schon die erste Quizfrage ja abgeschlossen haben, die ja recht einfach war, frage ich euch jetzt noch eine Frage, während wir die Dschungelkatze ausmerzen. Und zwar, wer sagte, die Fähigkeit zu sprechen macht dich noch nicht intelligent? Ah, wer hat das gesagt? Ein weiser Satz von einem recht weisen Mann. So, und hier sind wir doch beim Revanita-Lager. Guten Tag. Was haben die denn hier für Klamotten an? Das können wir uns ja mal aus der Nähe anschauen. Wir sind ja hier bei einem Let's Play. Sieht doch ziemlich kultig aus hier alles. Und da vorne ist dann auch endlich Zoon, nachdem wir da ein paar kleine Abstecher durch die Wildnis gemacht haben. So. Habt ihr euch im Dschungel verirrt? Das tut mir leid für euch, aber wir können nicht helfen. Wir haben weder Nahrung noch Wasser für euch. Hier gibt es nichts für euch. Und Fremde sind hier nicht willkommen. Geht lieber wieder fort. Der wirkt ja sehr abweisend. Ich suche die Revanita. Ich will euch etwas zeigen. Lasst mich vorbei. Man hat mir dieses Zeichen gegeben. Sagt euch das was? Ich bin nicht sicher. Ah, ihr habt also das Zeichen. Wer immer euch hergeschickt hat, scheint euch sehr zu vertrauen. Willkommen beim Revan-Orden, Anwärter. Willkommen in eurem neuen Leben. Wer ist wir? Habt ihr hier das Sagen? Wozu die Heimlichtuerei? Wo sind wir hier? Dies hier ist unsere Zuflucht. Erbaut vom Meister und beschützt von den Getreuen. Hier lassen wir unsere Pflichten dem Imperium gegenüber zurück. Hier führt uns der Meister in die Mysterien von Revan ein, der als Jedi begann und zum Sith wurde. Und dann noch mehr. Die Sith sind das Absolute. Der Meister? Was soll das heißen? Warum sollte ein Jedi zu den Sith überlaufen? Und was meint ihr mit dann noch mehr? Als Jedi war Revan ein Krieger, der ganze Armeen schlug. Als Sith war Revan ein Lehrer, der 1000 dunkle Schüler ausbildete. Schließlich wandten sich sowohl Jedi als auch Sith gegen Revan. Aber er wurde nicht vernichtet, sondern wiedergeboren. Wiedergeboren? Warum ist das ein Geheimnis? Das ist absurd. Was heißt das, wiedergeboren? Was passierte zum Schluss mit Revan? Sie nahmen Revan seinen Einfluss, sein Leben, seine Erinnerung und ließen ihn verfaulen. Und doch erlernte er die Wege der Macht von Neuem. Der wiedergeborene Revan zerstörte Jedi und Sith und kam nach Drom und Kaas. Obwohl Revans Leben hier endete, hat der Meister es erhalten, damit wir davon lernen können. Da steckt Macht drin, ich fühle es. Aber das Imperium hasst euch. Ihr seid doch nicht nur Historiker. Das könnte wirklich interessant sein eigentlich für uns. Lassen wir uns da nochmal mehr erzählen, würde ich sagen. Ich meine, wir sind ja ziemlich aus auf Macht. Wenn Revan ein Zerstörer war, will ich eure Lehren studieren. Revan hat die helle wie die dunkle Seite gemeistert. Krieg und Frieden. Wir wollen denselben Weg beschreiten. Nehmt teil an unseren Ritualen. Beschreitet Revans Pfad zur Größe. Verdient euch das Recht, uns beizutreten.
Na, so weit würde ich jetzt noch nicht gehen, aber wir wollen erstmal ein paar mehr Informationen aus denen rauslocken, würde ich sagen. Und dann natürlich das Oberhaupt finden. Und dann können wir hoffentlich immer noch entscheiden, wem wir da helfen. Wie kann ich euer Oberhaupt finden? Ausgezeichnet, so kommen wir nicht weiter. Was muss ich tun, um dem Meister zu begegnen? Ich muss ihn unbedingt sprechen. Um euch herum sind eure neuen Lehrer. Revaniter, die ihr Leben damit verbringen, die Werke von Darth Revan zu rekonstruieren. Sprecht mit ihnen. Erfüllt die Aufgaben, die man euch zuweist. Dann kehrt zu mir zurück. Und der Meister wird euch die letzten Lektionen erteilen. Na super, Mission abgeschlossen. Credits 165, Erfahrungspunkte 1460 und Zuneigungsgewinn Wett 44. Dann gucken wir uns mal hier ein bisschen um. Hier können wir uns auch binden. Ist ja schon mal sehr praktisch. Hier ist auch ein Gleiter. Noch praktischer. Wir haben auch wieder sehr, sehr viel Post bekommen. Aber ich will jetzt erstmal mich hier umschauen. Revanita-Anlage. Ja, wenn ihr den Codex-Eintrag lesen wollt, am besten auf HD stellen und Pause drücken. So, hier haben wir weitere Quests. Jorval, der Revanita-Älteste. Kommt her. Kommt näher. Ihr gehört zu den Anwärtern, die unserem Orden beitreten wollen. Das ist gut. Aber sagt mir eines. Ihr seid wegen des Revan-Ordens hier. Seid ihr bereit, für uns zu sterben? Ja, was? Soll das eine Drohung sein? Ja, wir müssen uns ja undercover hier rein infiltrieren und so tun, als wären wir voll begeistert erstmal. Wenn der Orden es von mir verlangt. Ihr seid sehr eifrig, aber nicht sehr klug. Denkt gut nach, denn jeder Revaniter muss sich einer Todesprüfung unterziehen. So wie auch Revan durch die Hände der Sith und Jedi starb. Der Tod hat Revan erlöst, ihn von allen Schwüren und Versprechen entbunden und seine Wiedergeburt ermöglicht. Wird er auch euch von der Vergangenheit befreien? Mal sehen. Ich brauche keine Befreiung. Seid bitte nicht albern. So oder so bin ich bereit, es herauszufinden. Vor uns liegt ein Pfad. Unter diesem Pfad liegt eine Höhle. Und die ist Darth Revan gewidmet. Anwärter fallen auf dem Pfad oder werden von den Schrecken in der Höhle zerrissen. Aber wer das Ende erreicht, wird wiedergeboren. Neu erschaffen. Und da schickt ihr mich hin? Sprecht nur weiter, dämlicher Kultist. Ja, sprecht nur weiter, mach ich mal. Ich muss mehr darüber erfahren. Geht nur. Ihr werdet schon sehen. Der Pfad ist hier. Die Höhle ist eine andere Sache. Also schön. Ich mag schwere Prüfungen. Nein, ich will nicht. Natürlich, wir machen da mit und wir mögen schwere Prüfungen. Je schwieriger, desto besser. Denkt daran. Es geht nicht ums Überleben. Vertraut dem Weg von Darth Revan. Wir haben nichts mehr zu besprechen. Geht nun und kommt wieder, wenn ihr das Ende der Höhle erreicht habt. Na gut, dann wollen wir uns mal bis zum Ende der Höhle begeben. Jagnok schreibt hier, er wollte fragen, wer ich bin. Naja, das könnt ihr ihm wahrscheinlich verraten. Ich mache Let's Plays, Jagnok. So, aber wir schauen uns jetzt hier auch nochmal weiter im Lager um. Mehr gibt's hier aber scheinbar gar nicht. Das ist ja dürftig, ne? Müssen wir jetzt tatsächlich für den erstmal diese Viecher erledigen. Ha. Naja, wollen wir mal. Da müssen wir hier rein. Leben und Tod. Zum Revanita-Schrein. Ich zoome hier mal ein bisschen weiter raus aus der Minimap. Da kann ich gar nicht. Eines Tages will ich auch eine Statue von mir. Und tut ja nicht so, als würdet ihr anders denken. Ja, Wett will eine Statue. Ich würde auch sagen, klar. So eine Darth Sarazar-Statue wäre doch was Nettes. Bam! Neuer Codex-Eintrag, Sleen. Den öffne ich mal gerade. Da könnt ihr mehr über diese Kreatur erfahren. Dschungelkatze haben wir auch noch. Weiß ich gar nicht, ob ich den mal geöffnet hatte.
Chlorschnecken und so hatten wir ja in den ersten Folgen alles durchgelesen. Aber ich kann es mal durchskippen für die, die vielleicht hier später erst hinzugestoßen sind. So, und da könnt ihr Pause drücken und euch, wenn ihr wollt, noch allerhand Sachen über die Kreaturen, die wir bisher hier kennengelernt haben, durchlesen. Natürlich sind nicht zu allen Kreaturen hier Codex-Einträge. Aber zu einigen, muss man doch schon sagen. So, und jetzt müssen wir hier nochmal um die Kurve. Ich finde, man kann bei der Minimap echt ein bisschen zu wenig rauszoomen. Weil das ist jetzt das Limit. Ist jetzt nicht so krass. Wie nah kann man da gehen? Aha. Ja, das hat mich schon bei einigen MMOs geärgert mit der Minimap und Co. Soll man den nicht auch mal mitnehmen, wenn er gerade hier vor der Tür ist? Komm! Also der Lord Tyrannus. Hallöchen. Und Saul hat uns auch geschrieben. Hallöchen, Sarazar. Hallöchen, zurück. So. Und der Steinschmetterer. Kriegt er da auch ein Mützchen? Hallöchen, Steinschmetterer. Und Schürchen. Oh, oh, oh. Hier wird's aber langsam mysteriös in dieser Höhle. Ist das Revan? Ein beeindruckendes, geheimnisvolles Schreindings da. Meditiere am Altar der Revanita, am Altar von Revan. Probieren wir es mal aus. Meditation eingeleitet. Was war das für ein Kerl? Oh, Backe! Ob das so eine gute Idee war? Huch! Und schwupps sind wir zurück. Und zwar im Lager. Was ist nur mit uns passiert? Wir werden mal mit Jorval, dem Revanita-Ältesten, reden müssen. Ihr seid zurück. Tropfnass vom Blut aus dem Mutterleib. Ihr seid wiedergeboren. Euer altes Leben, alles, was ihr einmal wart, liegt in dieser Höhle begraben. In der Höhle? Das kapiere ich nicht. Ah ja, ja, ich verstehe nicht. Aber natürlich, nur zu. Ihr seid jetzt frei. Frei von allem, was ihr einmal wart. Genießt den Augenblick. Er kommt nie wieder. Wie fühlt es sich an? Keine Verpflichtungen mehr? Unbelastet von der Vergangenheit? Wie ist es, wenn die Welt einem neu geschenkt wird? Total schön. Das ist ziemlich merkwürdig. Es ist ein herrliches Gefühl. Da ist nichts. Es ist wirklich ein tolles Gefühl. So, als hätte ich noch nie getötet. Ihr habt es gut gemacht. Ich bin stolz, dass ihr euer neues Leben als Revaniter begonnen und die Loyalität zu uns über alles gesetzt habt. Diese Gabe soll euch in eurem neuen Leben leiten. Sie wird euch daran erinnern, was ihr nun seid. Geht jetzt. Möge die Macht euch Stärke verleihen. Leben und Tod. Credits 320. 3820 Erfahrungspunkte und der Zuneigungsgewinn von Wett liegt bei 29 Punkten. Und natürlich haben wir den Typen nur veräppelt. Der denkt wirklich, wir würden uns jetzt total toll und besser fühlen. Ist aber gar nicht so. Ist der da tatsächlich drauf reingefallen? Obwohl er eigentlich ein netter Kerl ist, aber
rein rollenspieltechnisch müssen wir natürlich noch in die Pfanne hauen, weil wir sind ja echte Sith, ne? Wir lassen da nichts Abwegiges gelten. Die Macht ist mit uns. Ja, und in diesem Sinne verabschiede ich mich jetzt von euch. Wir sehen uns dann in Kürze wieder. Bis dann.